Gut, dann gehen wir erstmal wieder in unserem Raum zurück, wollte ich sagen. Ein Teil des Schildes. Eins von sechs, ja. Und eins von zwei Seilen. Ach, wie toll. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück und... Genau, bringen erstmal den Schlüssel wieder zurück. Ah ja, was darf ich denn hier machen? Findet die drei Schlüssel, die in dieses Schloss passen. Ach, wie toll. Oh Gott, das heißt jetzt natürlich richtig gucken. Das könnte der sein, oder? Jo. Ja, das heißt jetzt wirklich sehr gut gucken. Nee. Das könnte der hier sein, jawohl. Nee, der passt da nicht. Der passt da auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht, ja, dann kann das ja nur der hier sein. Genau. Jawohl. Ja, das war noch eines der angenehmsten Rätsel. Also es gibt hier auch, apropos, zu den Rätseln muss ich auch noch was sagen. Ah ja, erstmal eine Axt und wieder ein Teil des Schildes. Zu den Rätseln muss ich allerdings euch auch noch was sagen. Es gibt ein paar Rätsel hier, die werde ich hier mit Absicht überspringen, weil die einfach zu blöd sind. Und wenn das oben in der Mitte erscheint, Szene abgeschlossen, dann haben wir hier in dem Bereich erstmal alles getan. Genau, und jetzt geht es erstmal hier weiter. Genau, hier müssen wir erstmal die Bretter mit der Axt entfernen und sammeln natürlich auch die langen Bretter erstmal ein. Sonst gibt es hier erstmal nichts, ne? Nee. Dann gehen wir erstmal hier in die Grabkammer. Ja. It's Van Helsing, Master. He is responsible. Then the villagers looted the crypt when you were weak. Na, dann haben die das ja richtig ausgenutzt, die Dorfbewohner. My coffin is in pieces. They were merciless with it. Without it, I cannot travel. It must be repaired. Ja, das ist jetzt unsere Hauptaufgabe erstmal, wieder unser Sarg wieder zu reparieren. Was? Also ein beschädigter Deckel. Okay, und dann wäre das zweite Stück vom Seil. Sehr gut. Gibt es hier sonst irgendwo Gegenstände? Hier fehlen mir noch zwei Masken. Hier fehlen mir noch zwei Steine. Nee. Nam. Da brauche ich hier erstmal, glaube ich, die Seile. Genau. Da ist der Weg frei. Und somit ist hier auch erstmal alles abgeschlossen. The village is deserted, Master. No, Igor. I feel the presence of the villagers behind their closed shutters. They are watching us. They tremble. What a sweet feeling to be feared again. Is it the coach you told me about? That of the Vampire Queen's spy? Yes, Master. Good. Find a way to get her out. Jo. Okay, hier gibt es natürlich auch erstmal ein bisschen was zum Gucken. Da ist noch ein Teil des Schildes. Drei fehlen uns noch und dann haben wir das erste Schild schon mal zusammen. Ne, da können wir noch nichts machen, aber da ist wieder ein schönes Wimmelbild. Eine Fledermaus, ein Blatt Papier und zwei getrocknete Kräuter. Suchen wir erstmal hier die Fledermaus, die ist hier. Ein Blatt Papier, das ist hier, und zwei getrocknete Kräuter. Da ist eins und das zweite ist nicht dort. Okay, sah aber zumindest trocken aus. Nee. Na, wo könnte denn das andere sein? Das hier? Ja. Ein Geldbeutel, zwei Töpfe und ein Käfer. Ein Geldbeutel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da.
zwei Töpfe. Ein Topf ist da und der zweite ist, glaube ich, dort. Also die waren quasi nebeneinander. Ein Käfer. Die sind hier auch blöd zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ist das hier jetzt der Käfer? Ja, gut. Dann habe ich nochmal Glück gehabt. Ein Smaragd, eine Peitsche und eine runde Schachtel. Der Smaragd ist da oben. Eine Peitsche, die ist da. Und eine runde Schachtel, die ist dort. Ein Knochen, zwei Lampen und ein Löffel. Ein Knochen, der ist da. Zwei Lampen. Eine ist dort und die zweite ist da. Und ein Löffel. Ein Löffel, ein Löffel. Wo ist der? Oh, der ist jetzt gut versteckt. Auf jeden Fall. Ja, das weiß ich jetzt erstmal nicht. Eine Säge, eine Eidechse und zwei Steinschnitzereien. Da ist auf jeden Fall die Säge. Die Eidechse habe ich auch schon gesehen. Hier ist eine Steinschnitzerei und da ist die zweite. Ja, bloß wo der blöde Löffel jetzt ist. Das ist eine gute Frage. Das ist ein Messer, glaube ich, ne? Ja. Keine Ahnung, wo der Löffel ist. Ich sehe ihn aber hier auch nirgendwo. Oder ich bin mega blind. Das kann auch sein. Nö, also ich sehe hier keinen. Tut mir leid. Ach nee, das war noch kein... Das war nicht die zweite Steinschnitzerei. Ups. Aber da ist die zweite. So. Dann war das andere... Was war denn das andere dann? Keine Ahnung. Ja, nee, komm. Also bevor ich hier eine halbe Ewigkeit brauche... Ach, da unten ist der. Oh. Okay, und da haben wir die Säge erhalten. Gut. Ein von zwei Teilen der Werkzeugkiste. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwo Gegenstände, die ich mitnehmen könnte? Nö. Da ist der Wachhund. Den muss ich ja auch erstmal loswerden. Nee. Dann muss ich erstmal wieder zurück zum Schloss. Und zur Gruft. Ah ja, und hier ist wieder ein Wimmelbild. Okay, ein Engel, eine Motte und eine Flasche. Da ist der Engel. Oh Gott, eine Motte. Ui, das ist fies. Nee, das ist nicht die Motte, leider. Aber da ist, glaube ich, die Motte gewesen. Ja, und eine Flasche. Die ist da. Ein Tierschädel, ein Nest und ein Gefäß. Ein Tierschädel. Was ist hier? Ein Nest. Oh mein Gott. Ernsthaft? Warum ein Nest? Ah ja, da. Und ein Gefäß. Ein Gefäß, ein Gefäß, ein Gefäß. Wo bist du denn? Na, zeig dich doch. Bist du ein Gefäß? Ja, bist du, ne? Ja, gut. Ein Saphir, Fußfesseln und ein Blatt. Saphir, der ist hier. Fußfesseln. Die liegen dort und ein Blatt. Das ist da. Ein Manuskript, eine Kelle und eine Rose. Manuskript. Oh mein Gott. Eine Kelle und eine Rose. Da haben wir die Kelle. Eine Rose. Die ist da. Aber ein Manuskript. Wo haben wir dich denn? Ne. Keine Ahnung. Eine Geige, eine Kerze und ein Vorhängeschloss. Da haben wir die Geige. Da haben wir die Kerze. So, wo haben wir denn hier das Vorhängeschloss? Gut gucken. Das könnte... Ah, da ist das Manuskript übrigens. Sehr gut.
Aber wo haben wir jetzt das Vorhängeschloss? Das muss ja auch hier irgendwo sein. Da war's. Gut. Und da haben wir die Kelle bekommen. Sehr schön. So, da können wir, glaube ich, nicht graben. Was brauche ich denn da? Ich kann das nicht öffnen. Ich bin immer noch schwach. Vielleicht können wir etwas benutzen. Aha, okay. Lange Bretter. Nee, können wir auch nicht. Auch nicht. Das klemmt im Mund des Gargoyles fest. Ich bin zu schwach, um dies einfach mit der Hand zu entfernen. Oh, Dracula, du bist ein Vampir. Kann doch nicht sein. Ach, hier kann ich... Achso, ja, mir fehlt da eigentlich noch eine Kachel. Okay, aber damit das Spiel Ruhe hat, packe ich das schon mal dahin. Da ist, glaube ich, die zweite Kachel. Ja, toll. Nee. Kann ich hier sonst noch irgendwie was machen? Ah, da. Okay. Da ist eine Maske. Eine Schädelmaske. Ein von zwei. Yay. Können wir sonst hier irgendwie was machen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Da müssen wir erstmal wieder zurück, glaube ich. Ja, hier können wir auch erstmal nichts machen, ne? Nee. Okay. Ach, ich glaube hier die Kutsche, die kann ich jetzt ein bisschen kaputt machen. Genau. So war das. Here is the first victim of my revenge. Count Dracula himself. Too much honor. Your death will be final. My queen will rejoice. I'll kill her, master. I'll smash her. I'll break her limbs. Mein Gott, Igor. I apologize for the passion and insolence of my servant. His education is poor. However, he is right on one point. Your death is inevitable. Come, fear not. Accept my embrace. I'll take care not to damage such a nice body. Beyond what is reasonable. Genau. Und natürlich hat die Vampirkönigin auch Komplizinnen. Und da haben wir die Auswahl, sie entweder selbst zu Vampir-Ladies zu verwandeln, oder wir können die auch davon gehen lassen. Aber ich habe mir das auch überlegt, ich werde mir die Komplizinnen der Königin zu Vampir-Ladies umwandeln. Genau, da müssen wir erstmal den Weg zu ihr finden. Fangen dein Opfer, ohne zu oft die Wände zu berühren. Genau. Das heißt, also, so leicht, wie es jetzt hier aussieht, wird es nicht. Es wird hier gleich komplett dunkel, deswegen muss ich mir ein bisschen mehr den Weg merken. Also ein Stück geradeaus, dann ein schönes Stück nach rechts, ein schönes Stück nach oben, ein bisschen nach links, ein bisschen nach unten, dann wieder nach links und dann nach oben. Oh mein Gott. Okay. Ich versuch's einfach mal. Ah, scheiße. So, jetzt ein schönes Stück nach oben, dann ein schönes Stück nach links, dann nach unten, noch ein bisschen weiter und nach oben und da sind wir. Yeah! Okay. Und wir beißen sie natürlich. Möchtest du ihr Blut trinken oder sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln. So, deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Na, wir werden sie natürlich verwandeln. Wir brauchen nämlich das Blut. Nein, ich habe bereits gespeist. Genau. Das ist ein Loch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist da noch ein größeres Loch. Okay, und der Knochen kann der Hund haben. Dann haut er nämlich ab und können hier weiter forschen.
4 von 6 Teilen. Yeah, das heißt, wir haben es bald geschafft mit dem ersten Schild. Sehr gut. Na, hier ist auch was. Werkzeugkasten. Ach so, ja, hier fehlt mir auch noch ein Teil. Und hier kann ich auch noch was machen. Teil der Werkzeugkiste. Ah ja, okay, dann habe ich ja beide Teile jetzt. Ah, genau, da können wir die Bretter hinlegen und ein bisschen zersägen. Genau. Und das war es hier auch schon. Okay, so, und jetzt können wir natürlich das Rätsel machen. Ach, das wird herrlich. Okay, was müssen wir denn hier machen? Bewege die farbigen Vierecke unter die entsprechenden Symbole. Okay. Ich versuch's einfach mal. Also ich muss mich hier natürlich auch ein bisschen mich konzentrieren, weil ich halt auch ein bisschen überlegen muss, wie ich das Ganze hier machen muss. Aber ich hoffe, das wird schon irgendwie. Ja, das beim Gelben sieht das ja schon einigermaßen gut aus. Ja, schaue ich mal. So, jetzt muss ich aber auch mal in der Ecke mal was machen. Mal überlegen. Ich hoffe, dass das irgendwie was wird. Ja doch. Ha! Supi! Ah ja, und da bekommen wir einen Hammer. Und das war's schon. Lol. Okay. Und da können wir auch schon direkt das nächste Rätsel machen. Ach, wie toll. Okay, was muss ich denn hier machen? Drehe die Rädchen, um die richtige Reihenfolge der Zahlen einzustellen. Die Reihenfolge von oben nach unten. 1, 2, also 1 bis 6. Also 1 bis 6. Okay, gut. Oh Gott. Okay. Einfach ein bisschen herumexperimentieren. Ich hoffe, das wird was. Aber das sieht eigentlich gut aus. Ja. Also schwer war es nicht. Okay. Und da haben wir Brechi und Nägel. Okay, die Szene ist jetzt auch abgeschlossen.